Proxys und VPNs mögen zwar ähnlich arbeiten, aber sie sind weit davon entfernt, das Gleiche zu sein. Also, Proxy versus VPN, was ist besser? Der Hauptunterschied zwischen VPN versus Proxy liegt nicht darin, was diese Tools tun, nämlich die IP-Adresse ändern, sondern wie sie das tun. Okay, wir haben schon eine Menge Videos online, die VPNs erklären, aber für den Fall der Fälle hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ein VPN baut einen verschlüsselten Tunnel zwischen dir und dem Zielort über einen Remote-Server auf. Du bekommst eine neue IP-Adresse und alle deine Internetaktivitäten bleiben hinter verschlossenen bzw. viel eher verschlüsselten Türen. Aber warum ist Verschlüsselung eigentlich so wichtig? Tja, sollten deine Daten in die falschen Hände geraten, kann großer Schaden entstehen. Kompromittierte Datensätze, gekaperte Konten, Identitätsdiebstahl und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Selbst wenn jemand auf die Daten zugreifen würde, wäre dank einer Verschlüsselung nur eine zufällige Kombination aus Buchstaben und Zahlen zu sehen und damit kann man nicht allzu viel anfangen. Aber jetzt erstmal, was ist ein Proxy? Um Proxy kurz zu erklären, auch ein Proxy leitet deinen Datenverkehr durch einen Server und weist ihm eine neue IP-Adresse zu. Allerdings ist der Grad der Anonymität hier sehr gering, weil deine Daten nicht verschlüsselt werden. Meistens jedenfalls. Wenn du einen privaten Proxy-Server hast und technisch versiert genug bist, kannst du ihn konfigurieren und eine Verschlüsselungsebene hinzufügen. Bei einem VPN hingegen werden deine Daten automatisch verschlüsselt, sobald du mit einem VPN-Server verbunden bist. Viele der besten VPN-Anbieter verwenden eine dem Branchenstandard entsprechende Verschlüsselung, die nahezu unmöglich zu knacken ist. Die Frage, was ist ein Proxy-Server, sollte damit also erstmal geklärt sein. Aber was ist mit spezialisierten Proxys? Sind sie irgendwie besser? Naja, Torrent-Enthusiasten könnten an einem SOX5-Proxy interessiert sein, der für datenverkehrsintensive Aufgaben optimiert ist. Aber kann ein VPN nicht das Gleiche liefern? Ja, tatsächlich. Viele VPNs haben spezielle Torrenting-Server. Persönlich entscheide ich mich lieber für einen VPN-Torrenting-Server als für einen Proxy, schon allein wegen der Verschlüsselung und des erhöhten Datenschutzes. Bei einigen Anbietern, wie zum Beispiel NordVPN, gibt es übrigens auch einen kostenlosen SOX5-Proxy. Übrigens nur ganz kurz am Rande, wenn dir diese Art hier von Videos und Inhalten gefällt, lass doch gerne mal ein Like da und abonniere unseren Kanal, denn durch solche Unterstützung können wir dann noch mehr Inhalte produzieren. Versprochen. Aber nun, wo genau liegt jetzt eigentlich der Unterschied im Vergleich Proxy versus VPN? Als Antwort darauf habe ich eine Pro- und Kontraliste für beide Seiten zusammengestellt. Proxys zum Beispiel gibt es völlig kostenlos, aber sie sammeln leider oft deine Daten und verkaufen sie vielleicht sogar. Ja, ein großes Hurra, aber so verdienen sie eben ihr Geld. Auf der anderen Seite gibt es auch einige zwielichtige VPNs. Bevor du dich also auf einen Dienst festlegst, solltest du dich unbedingt informieren. Hat das VPN eine geprüfte No-Logs-Richtlinie? Versuche auf alle Fälle auch was über den aktuellen Ruf herauszufinden. Und nächster wichtiger Tipp, verwende bloß nicht irgendeinen Proxy-Server und gib niemals, und das möchte ich wirklich betonen, niemals deine Anmeldedaten ein, wenn du einen Proxy benutzt, den du irgendwo random im Internet gefunden hast. Wie gesagt, unverschlüsselter Datenverkehr macht deine Daten zu einem sehr leichten Ziel. Außerdem können Proxys zwar den Zugriff auf geoblockierte Inhalte ermöglichen, doch ist dies oft auf bestimmte Websites beschränkt und einige Dienste verweigern den Proxy-Zugriff. Ja, das bedeutet, du wirst nicht in der Lage sein, auf ausländische Netflix-Bibliotheken oder andere Streaming-Dienste zuzugreifen. Da VPNs ihre Server auf der ganzen Welt verstreut haben, kann ich derzeit mit Surfshark auf etwa 28 ausländische Netflix-Bibliotheken zugreifen. Mit NordVPN sind es 15 und 11 mit Atlas VPN. Es gibt natürlich noch mehr VPN-Anbieter, die so etwas können, aber das waren jetzt einfach nur mal einige meiner besten VPN 2022 Optionen. Und es gibt noch einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Proxy-Server und einem VPN. Wenn du recherchierst, wie man einen Proxy verwendet, wirst du feststellen, dass er nur auf App-Level funktioniert. Du musst ihn also für jede einzelne Anwendung konfigurieren. VPNs hingegen funktionieren auf Systemebene. Das heißt, der gesamte Datenverkehr von deinem System läuft über einen VPN-Server und ist gleichzeitig automatisch durch Verschlüsselung geschützt. Aber klar, manchmal möchte ich das vielleicht gar nicht und dann kann ich Split-Tunneling verwenden. NordVPN und Surfshark haben beide eine Form dieser Funktion,
die es mir ermöglicht, die VPN-Verbindung für bestimmte Anwendungen zu deaktivieren oder zu aktivieren. Ziemlich cool. Ganz kurz nochmal nebenbei, wenn du dich für ein VPN interessierst, findest du in der Videobeschreibung unten die besten Angebote und Deals. Aber bevor du dir blindlings ein VPN zulegst, lass uns darüber reden, was es sonst noch kann. VPN-Dienste gehen nämlich über eine einfache Verschlüsselung hinaus. Ich habe bereits die Streaming- und Torrenting-Funktionen erwähnt, aber es gibt noch viele weitere Zusatzfunktionen. Da mein Hauptinteresse der verbesserten Cybersicherheit gilt, verwende ich oft spezielle Server wie Doppel-VPN, das eine VPN-zu-VPN-Verbindung herstellt. Für ein noch höheres Maß an Sicherheit bieten einige Dienste eine Tor-over-VPN-Funktion an. Das mag nicht jeden Tag nützlich sein, aber in bestimmten extrem datenschutzsensiblen Situationen, zum Beispiel für Journalisten, die ihre Quellen schützen müssen, ist es ein unverzichtbares Werkzeug. Ich selbst nutze auch gerne die Ad-Blocking-Funktionen, die sich auch um bösartige Websites kümmern. Die meisten Top-Anbieter verfügen inzwischen über derartige Funktionen, vom Drag-Blocker von Atlas VPN bis zu Clean Web von Surfshark. Ja, du merkst vielleicht, ich könnte ein Buch darüber schreiben, warum VPNs nützlich sind, aber eines steht definitiv fest. Wenn es um die Sicherheit geht, bietet ein Proxy nicht den allerbesten Schutz. Ein VPN ist da viel, viel sicherer. Eine Frage bleibt jedoch: Lohnt sich das? Für zuverlässige VPNs muss man schon etwas Geld ausgeben, aber in der Regel reißt es kein großes Loch in deinen Geldbeutel. In der Regel kosten sie ein paar Euro pro Monat, zumindest bei langfristigen Verträgen. Dennoch empfehle ich dir nochmal, dich ausgiebig zu informieren, bevor du dich festlegst. Und wenn du mehr dazu wissen willst, fang mit VPN-Bewertungen, also Reviews, an. Eine ganze Menge der besten VPN-Optionen kannst du zum Beispiel natürlich auch hier bei uns auf dem Kanal finden. Wie lautet jetzt also die Schlussfolgerung aus diesem Vergleich Proxy versus VPN? Ist VPN besser als ein Proxy? Ja schon, aber auch nicht wirklich. Es kommt nämlich wirklich darauf an, was du erreichen willst. Für einen einfachen IP-Wechsel sind beide gut geeignet. Wenn es aber um Datenschutz geht, ist ein VPN der richtige Verbündete. Web-Scraping für Marketingzwecke ist definitiv eine Aufgabe für Proxys. Streaming oder Torrenting? Auch hier gilt, entscheide dich lieber für ein VPN. Abgesehen davon wüsste ich gerne, wofür du diese Tools eigentlich brauchst. Und was ist deine Wahl? VPN oder Proxy? Schreib's mir gerne in die Kommentare unten. Und falls du dich dann tatsächlich für ein VPN entscheidest, vergiss nicht, dir unsere speziellen Angebote anzuschauen. Klicke dazu einfach auf das kleine Kästchen hier auf deinem Screen. Und das war's dann auch schon mit dem Vergleich VPNs versus Proxys. Ich danke fürs Interesse und sage bis zum nächsten Mal.